Karin Doppelbauer wäre die Finanzsprecherin der NEOS. Die ist heute verhindert und deshalb erleben wir jetzt Gerald Loacker. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben vorher von den Grünen gehört, was da die Herzenseinstellung ist. Die Grünen wissen, was gut für sie ist. Und dann schauen sie drauf, dass sie nur das tun können, was die Grünen für gut für sie halten. Dass vielleicht der Bürger und die Bürgerin selbst wissen, was gut für einen ist, das kommt in der grünen Gedankenwelt nicht vor. Und wenn Sie so ein Immobilieninvestment vielleicht gern 10 Monate halten würden und nicht 12, dann haben die Grünen gesagt, brav sein, gut für dich sind 12 Monate. So funktioniert das. Und einen ähnlichen Murks haben die Grünen ins Pfandbriefgesetz hineintheatert. Und die meisten Bürgerinnen und Bürger werden nicht wissen, was Pfandbriefgesetz und Pfandbriefe sind, müssen sie auch nicht wissen. Ich versuche es kurz zu erklären. Mit Pfandbriefen refinanzieren Banken Kredite, die sie für Immobilien beispielsweise ausgeben. Beispielsweise. Und dieser Pfandbrief braucht einen Deckungsstock. Und wenn Sie wieder einen Kredit haben und die Bank eine Forderung gegen Sie, dann kann dieser Kredit in den Deckungsstock kommen. Und jetzt kommt ein Zustimmungserfordernis hinein. Das heißt, Sie müssen zustimmen, dass Ihr Kredit für diesen Deckungsstock verwendet wird. So weit, so gut. Aber man hätte das standardisieren müssen, damit klar ist, wie diese Zustimmung genau aussehen soll. Das ist jetzt nicht standardisiert, weil die Grünen das nicht wollten. Und das wird zur Folge haben, dass Rechtsunsicherheiten entstehen. Es wird jede Bank nach bestem Wissen und Gewissen diese Zustimmungserklärungen vorbereiten. Und irgendwann wird einer kommen und sagen, oi, das war bei mir aber nicht korrekt. Und dann beginnen die Rechtsstreitigkeiten. Und weil das nicht standardisiert ist und es jeder anders macht, wird es kompliziert. Es wird die Administration mühsam und das hat Kosten zur Folge. Und jeder, der ein bisschen nachdenkt, weiß, wer die Kosten trägt. Die Kosten trägt am Ende immer der Kunde. Und das, was die Grünen da hineintheatert haben, bedeutet im Endeffekt, dass Immobilienfinanzierungen teurer werden. Na, das haben wir gerade noch gebraucht und die Grünen haben es geschafft.